Kühlschrank genau so aussieht, wie ihr es gerade gesehen habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall zuerst einmal einzukaufen. Das habe ich auch gemacht, kann ich euch auch jetzt zeigen. Und ich präsentiere einen vollen Kühlschrank. Hier unten und da unten sieht es, glaube ich, ganz schön wild aus. Und ich glaube, es hätte wesentlich mehr Sinn gemacht, wenn ich den Kühlschrank, bevor ich ihn eingeräumt hätte, erstmal sauber gemacht hätte. Ich war schon fleißig, habe Vorarbeit geleistet und habe schön mit Putzlappen, ganz toll, solche Kühlschrank-Organizing-Boxen, also das sind die hier, kann ich euch auch beweisen, dass die extra für Kühlschränke gedacht sind, gekauft. Ich habe vorher natürlich ausgemessen. Ausmessen habe ich ja nur bestimmte Maße zur Verfügung gehabt, woraufhin ich nur das dann kaufen konnte, was auch wirklich reinpasst. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es nicht das alles gibt, was ich haben möchte. Deswegen habe ich noch eine Kiste, die ist eigentlich für Schuhe, wie man vielleicht sieht, die aber von Maßen her gut ist. Die sieht natürlich jetzt sehr anders aus als die anderen. So, das war meine Vorarbeit. Jetzt kommt aber der große Teil. Die dreckige Arbeit, ich muss nämlich den Kühlschrank erstmal sauber machen und es wäre sinnvoller gewesen, ich hätte ihn erst sauber gemacht und dann eingeräumt. Ihr wisst gar nicht, was wir heute alles eingekauft haben. Ungefähr, 80% des Kühlschrankinhaltes kam erst heute dazu. Ich hätte erst das Video anfangen sollen, dann einkaufen gehen. Wir beginnen jetzt einfach mal den Kühlschrank komplett schön neu zu machen. Ich putze jeweils das Fach, räume es dann schön ein. Und am Ende zeige ich euch erstmal so meinen Zwischenstand und dann gucke ich mal, ob ich noch was umräume. Seid ihr bereit? Ich habe den inneren Teil, also nicht die Tür, aber den inneren Teil des Kühlschranks fertig. Hier oben finden wir zum einen hier in der Box alles, was wir zurzeit offen haben, was so zum Brotbelegen gedacht ist. Das ist eigentlich auch ganz schlau. Man nimmt einfach nur die Box aus dem Kühlschrank und stellt die auf den Tisch. Und dann muss man nicht den Tisch decken. So. Genau, hier sind einmal Tomaten. Die haben halt leider unten beim Gemüse keinen Platz mehr gefunden. Ich habe die jetzt nicht gewaschen, weil ich das mit dem Grün so schön fand und weil die dann sonst abgefallen wären, also von dem Grün, wenn ich die gewaschen hätte. Aber eigentlich ist so meine Überlegung, sich hier oben gewaschene Tomaten ohne Grün hinzutun zum Snacken. Dann haben wir hier hinten so Gläser mit sauren Gurken und sowas, was man eher seltener isst, was sich aber ein Stückchen hält. Das kann da bleiben. Dann, ja, das war ja schon eingeräumt vom Einkauf. Nächste Etage, Joghurt und Milchshakes. Dieses Ding hier ist zwar sehr praktisch, aber ich habe nicht alles reinbekommen und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich glaube nicht, weil ich stand ja mit dem Rücken dazu, aber ich habe eine Milliarde Mal versucht, das neu zu sortieren. Habe jetzt im Prinzip die zwei hier draußen gelassen und hier sind einmal noch Milchshakes. Nächster Teil hier ist das Obstschubfach. Das finde ich auch ziemlich cool irgendwie, dass wir hier so zwei jeweils haben von den hellen und eins von den dunklen und dass das alles so perfekt ineinander passt. Deswegen habe ich das auch in jeweils der eigenen Schale gelassen. Es ist noch nicht gewaschen. So, nächstes Fach, da muss ich dazu sagen, dass ich nicht weiß, was da drin ist und es auch nicht wissen darf, weil das irgendwas mit meinem Geburtstag zu tun hat. Aber das war eigentlich ganz passend, denn so habe ich hier
einfach so Schlagsahne und Creme Fraiche und Quark hingepackt, so davor, dass man das halt so nicht sieht. Das sind so Sachen, so Sahne, Milchprodukte zum Kochen, also was nicht in die Abteilung Joghurt gehört, was eher so zum Kochen gedacht ist. Und Milch, ich finde, das passt irgendwie sehr gut zusammen. So, dann hier unten, der hier ist leer, der Kühlschrank ist bei uns noch im Wintermodus sozusagen. Wir befüllen den erst wieder, wenn wir lange am Stück hier sind. Genau, dann nutzen wir das auch wieder regelmäßig. Aber wir sind jetzt bald 2 Wochen nicht da und deswegen macht es noch keinen Sinn, den vorher anzumachen. Hier sind, seht ihr ja selbst, Getränke. Hier hinten habe ich 2-mal Eistee, dann 2-mal Latte Macchiato, so fertig, wenn man mal früh schnell einen mitnehmen möchte. Hier hinten sind Pilze, die haben beim Gemüse leider auch nicht reingepasst. Und hier vorne habe ich so frische Petersilie in ein Glas Wasser gestellt. Finde ich, sieht eigentlich auch ganz süß aus, wie so ein Blumenstrauß im Kühlschrank. Hier sind wir bei den richtigen frischen Vorräten sozusagen und hier seht ihr die Box, da sind alle Dinge, die mit Kochen zu tun haben, also so, wir haben ja einmal solche fertigen Tortellini, dann hier so, ich weiß nicht, Gnocchi oder wie die heißen, dann Kochsahne und Pesto und alles andere ist eher so Brotbelag oder hier mal was für zwischendurch. Hier hinten seht ihr auch noch so Fleischsalat und sowas, genau, weil das ist so der Vorrat, frischer Vorrat sozusagen, auch wenn das hier eigentlich eine Gemüsebox ist. Ja, ich finde es trotzdem, also wir haben das schon immer da drin. Und hier haben wir in der wirklichen Gemüsebox nochmal eine Box mit so kleinen Sachen, die ausgepackt sind. Da ist jetzt nur der Salat und die 2 Paprika. Hier unten ist eine Gurke und die Lauchzwiebeln und dann habe ich die hier jeweils aus ihrer Folie entfernt, aber in ihre Schale gelassen. Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz praktisch so. Da quetscht auch nichts jetzt, weil das hier ist so hier reingeklemmt, der schwebt auch eher so über den Frühlingszwiebeln. So, die Tür haben wir auch. Noch nicht komplett, also wo man nur von innen rankommt, das noch nicht, aber den Rest. So, ich fange mal hier oben an. Das hier ist so unser Süßigkeitenregal. Keine Sorge, das ist nur für Philipp und mich. Wir haben, wie gesagt, auch gerade frisch eingekauft, deswegen ist hier auch so viel. Ich habe es versucht, ein bisschen ordentlich hinzulegen. Genau. Hier haben wir so kleine Soßen, Tuben, was auch immer und das Zeug, was beim Sushi mal dabei gibt. Dann haben wir die nächste Abteilung mit, ich sag mal, Soßen, also hier nochmal asiatische Sachen. Und hier so die ganz normalen, also wir benutzen das hier zum Beispiel statt Mayonnaise. Das ist sehr gut von, also sehr gut, hat sehr wenig Kalorien und schmeckt auch sehr lecker. Ketchup und 2 Grillsoßen. Und dann haben wir hier so das ein bisschen unordentliche Fach, was mir auch nicht so gefällt. Aber es sind halt jetzt, sage ich mal, eigentlich fast alles so die offenen Sachen. Also die Milch hier ist zum Beispiel offen. Und die hier hat einfach hier unten nicht mehr in die Sortierung gepasst. Das ist die nächste Milch, deswegen steht die hinten. Die hier ist offen, hier ist auch nicht mehr so viel drin, deswegen steht dann die nächste schon hier. Die hier, das ist auch Öl, die war im Bus. Die machen wir jetzt erstmal alle, danach benutzen wir das hier. Dann ist hier eine offene Schokomilch. Der Sekt hat hier oben, wo sieht man das? Hier, auch nicht mehr reingepasst, deswegen steht der jetzt hier. Und das hier ist Wasser, ja, das ist halt einfach Wasser. Die Tür hier gefällt mir schon viel besser. Zum einen sind hier unten meine Augenpads, die passen hier in dieses winzige Fach super gut rein. Dann haben wir hier einmal Eier. Wir haben ja nicht so eine Vorrichtung, wo man Eier... ja, so einzeln reinsteckt, aber das passt auch gut. Und dann finde ich sehr, sehr schlau von mir, habe ich hier noch so eine süße Abteilung gemacht. Also mit Marmeladen und einmal Sirup und Zitronensaft, finde ich, gehört da irgendwie auch dazu. Also ja, thematisch finde ich super passend und sieht auch auf jeden Fall sehr schön aus. Es sieht eigentlich ganz schön aus. Es ist nicht die Ideallösung. Ich habe nämlich das Apfelmus und den Krautsalat hier hinten noch mit hingetan. Apfelmus, weil es ja auch zum Kochen, Eierkuchen und so gehört. Und den Krautsalat, weil ich das auch mit hier wie das hier so als Snack und so einordne. Wenigstens ist jetzt die Ecke hier eigentlich halbwegs schön. Das passt natürlich nicht und das liegt hier auch doof da. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall erstmal schon mal besser. Und da ist hier auch nicht mehr so viel Belastung auf dem Fach. Und somit sind wir eigentlich auch fertig. Und ich würde mal sagen, es gibt jetzt nochmal einen kleinen Kühlschrankporn. Kühlschrankporn.